Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Du greifst mich hier nicht an, du Spinne. Ja, wir sind heute bei einem Event namens 30 Daycraft oder 30 Tage Minecraft spielen, irgendwie so. Genau, das Projekt wurde von Azto und Reale Schokolade organisiert. Und ja, es ist einfach ein normaler Survival-Server, wo wir einfach ganz normal Survival spielen. Und wie der Name schon sagt, es geht 30 Tage, also sprich, es hat am 24.11. begonnen und wird am 24.12. enden. Ja, ihr seht vielleicht schon, der Server ist etwas laggy, also die Monster brauchen Ewigkeit, um mal zu attackieren. Ja, aber was soll's. Genau. Es gibt verschiedene Teams, die man sich zusammenstellen kann, beziehungsweise kann auch ein eigenes Team gründen. Ich habe zum Beispiel das Team mit Industries gegründet und ich bin auch schon dabei, eine kleine Fabrik zu errichten. Denn mein Plan ist es, eine schöne Fabrik aufzubauen. Nani? Also hier wimmelt es ja nur so von Monstern, ne? Scheißkörper. Geh weg. Fürchte lieber, genau. Genau, also ich möchte gerne eine Fabrik aufbauen mit ein paar Rätselmaschinen und so weiter. Und es soll halt alles ein bisschen im futuristischen Stil sein. Also ich weiß ja nicht, was die alle mit mir haben, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ein Monstermagnet. Komm her. Meine Güte. Gut, Knochen können wir direkt wieder zu weißem Farbstoff machen. Ja. Genau. Das Lustigste ist an meiner Base, sie besteht komplett aus Concrete und Concrete zu farmen, glaub mir Leute, das ist keine spaßige Sache, also nee. Ihr seht, es sind ordentlich Spieler online, es können bis zu 50 Spieler, glaube ich, mitspielen oder auch noch ein bisschen mehr. Genau, wenn ihr selber mitspielen wollt, dann habe ich für euch einen Discord-Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr dann draufkommen, könnt dann euren Minecraft-Namen in entsprechenden Channel dafür schreiben und dann steht euer Beitritt in dieses Event nichts mehr im Weg. Team ist zum Beispiel gerade auch da. Team ist mit in meinem Team, das ist rot, deswegen. Ja, ich glaube, ich sollte mal in meine Base reingehen. Ich wollte eigentlich so eine kleine Rundführung machen, aber wenn es hier so rumleckt wegen diesen scheiß Mobs, dann macht das keinen Spaß. Genau, ich würde sagen, ich zeige euch mal so ein bisschen meine Base. Also wir haben da einmal mit Industries, da haben wir ein Redstone-Symbol, das soll halt eher so für mein, soll eher so für mich stehen, wisst ihr, Red Industries heißt halt unsere Gruppe, beziehungsweise Red Industries 2 ist eine komplette Concrete-Farm wird. Dann, ja, ihr seht, es ist noch nicht so viel fertig, aber glaubt mir, das zu farmen dauert Ewigkeiten. Wenn man hier reinkommt, hat man eher so weiße Räume, also weiße Gänge, mit einer farbigen Linie auf dem Boden. Lila signalisiert dabei, dass es für Besucher ist, das heißt Besucher müssen der lila Linie folgen. Und rot heißt, da dürfen die Besucher nicht hin, das ist dann nur für die Owner hier, beziehungsweise die hier drin leben. Genau, ich kann mal ein bisschen was zeigen. Hier drin kommt unser Aufenthaltsraum hin. Ich habe auch schon eine Katze, die heißt Jenny, guten Tag. Ne, ich habe leider keinen Fisch für dich. Können wir mal kurz hinlegen. Ja, da haben wir hier drüben nur so ein paar Öfen. Dann haben wir hier so einen schönen Kühlschrank. Ein bisschen Brot. Na, Katze. Wie geht's dir? Ja, bist du feine Katze, ne? Wusstet ihr eigentlich, wenn ihr euch ins Bett legt, dass die Katze dann zu euch kommt? Komm jetzt, Katze. Da kommt sie. Und sie legt sich mit zu euch. Da, oh, schaut mal, wie süß das ist. Oder? Guck mal, das ist doch voll süß. Dann geht's weiter bei uns ins Lager. Kein Zutritt, habe ich extra geschrieben. Ihr seht, das Lager ist ordentlich groß geworden. Warum haben wir zwei von diesen Tischen? Mensch. Nicht cool. Ziehen wir mal wenn woanders hin. Also ihr seht, das Lager, das ist ordentlich groß. Es kommt auch ziemlich viel Stuff hier hin. Hier haben wir Agro-Stuff, also hier können wir Sachen einlagern, die wir noch nirgendwo zuordnen können. Ich kann mal kurz ein bisschen den Zwischenstand zeigen.
Farbstoffe sind bei uns sehr rar. Die brauchen wir nämlich alles für den kompletten Concrete. Deswegen ist weißer Concrete auch ziemlich selten, weil man dafür Blumen braucht, die nicht so oft da sind und halb, oder entweder halb Knochen. Also gleich wieder umcraften. Hier drüben haben wir ab und zu Glaskiste, da kommt alles mit Glas rein, Cobblekiste, Deep Slate. Es ist das grün und es ist das rot. Ja, hier drüben sind halt noch ein paar Kisten, da weiß ich noch nicht, was da reinkommen soll. Natürlich haben wir schon Enchantment Table und alles. Kann ich eigentlich eine Schere enchanten? I don't know. Ja. Sehr schlichtes Design hier gehalten, weil futuristisch soll halt auch eher sehr schlicht bleiben. Dann geht's hier drüben weiter mit unserer hauseigenen Farm. What the heck? Okay, die Kakteen sind ordentlich gewachsen, die können wir gleich mal abfarmen. Denn die brauchen wir für grünen Farbstoff, aua. Und den haben wir, haben keine Wüste bei uns, also ja, tue ich einfach hier Kakteen anpflanzen. Ihr seht, wir haben hier ordentlich Kartoffeln eine Reihe, dann haben wir hier noch Weizen. Eigentlich nur Weizen und Kartoffeln, das ist so unser Hauptessen. Genau. Hier weiß ich noch nicht, was hier hinkommen soll. Zombie Drapes da hinten. Ich habe überlegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was wir hier hinbauen sollen. Ja, und dann geht es hier unten in den Keller. Der ist noch nicht so groß, aber es ist ein Netherportal hier drin. Ein gefährliches. Es soll, also hat ein Teamkollege vorgeschlagen, du aus dem Netherportal kommst, halt so breitet sich der Nether in die Oberwelt aus. So soll das hier aussehen. Ja, genau. Nether ist nicht wirklich ja, spannend. Wir haben da direkt so ein Crimson Biome, also so ein blaues. Ja, mehr ist jetzt tatsächlich auch noch nicht entstanden. Das sind aber bestimmt schon so 2-3 Tage Spielzeit. Also, ja. Von Equipment her, Netherite Spitzhacke, Diamant und Eisenachs und sowas, die fast broken ist. Es sind schon wieder ein paar Besucher hier vorne. Also, ich glaub's ja nicht. Genau. Es werden später noch ein paar Redstone-Techniken reinkommen. Also, spielst du versteckte Gänge und was weiß ich alles so. Ich habe nämlich vor, zu Ende des Projektes. Ich weiß nicht, ob ihr Ant-Man und Wasp geschaut hat. Da gibt es ja so einen riesigen Raum unten im Labor, wo die diesen Quantum-Tunnel haben. Und ich möchte sowas ähnliches bauen. Er soll nicht funktionieren, soll einfach nur cool aussehen. Das heißt, man kommt da rein, hat so einen riesen Raum, hat dann so eine Art, ja, Quantum-Tunnel, hat dann so ein paar ganz viele Hebel und Knöpfe und alles. Das möchte ich gerne dahin bauen. Oder, zweite Möglichkeit, wir bauen einen Raum mit einem großen Energiekern, der unsere ganze Basis mit Energie versorgt. Ihr könnt in den Kommentaren abstimmen. Eins für Quantum-Tunnel, zwei für Energiekern. Gut. Ja. Ich habe jetzt vor, noch ein bisschen Gravel und Sand zu farmen, denn wir brauchen wieder ordentlich was. Ihr könnt ja mal sehen, wie aufwendig das ist. Das ist nämlich keine schöne Sache. Hallo Zombie. Genau, hier drüben haben wir dann noch unsere Eierfarm. Die werde ich wahrscheinlich auch noch reinbewegen. Da sind ordentlich Eier drin. Und hier unten ist unser Fluss, wo alles stattfindet. Das heißt, da farme ich immer Sand und Gravel. Und die sieht ja schon ziemlich ausgenommen. Ach ja. Das ist nun mal so. Bisschen nicht mehr schön. Ich habe keine Fackeln dabei. Ah, naja. Genau. Hier wird dann immer schön Sand gefarmt. Das dauert dann nun mal. Mit der Anzahl der Folgen bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich hätte vorgeschlagen, vielleicht zwei aller 2 Tage. Aber es wird nichts. Das wird nicht wirklich was. Fehlt manchmal auch die Motivation, einfach Videos zu machen. Es ist nun mal so, wie ich sage. Da streame ich lieber. Also wenn ihr gerne abends oder so, ja, doch abends, eher abends bei den Streams dabei sein wollt, mein Twitch-Kanal steht in der Videobeschreibung. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Meistens wird so ab 19 Uhr gestreamt bis 21 Uhr, wenn ich dann mal streame. Also eigentlich streame ich dienstags, donnerstags, freitags, samstags, wenn es geht. Und so das natürlich auch. Mittwoch aller 2 Wochen. Ja, ihr werdet mitkriegen, wenn ich streame. Wenn ihr mir einen schönen Follow da lasst, dann kriegt ihr wohl meine Benachrichtigung. Also, ja, was sehr scheiße ist. Wird bei übrigens auch alles markiert, habe ich alles abgefarmt. Hier, das komplette Ding hier ist alles voller Kies. Ist kein Kies mehr da. Ah, wobei, doch, das ist noch ein bisschen Kies. Ah, guck mal, dann holen wir uns dafür noch den letzten. Auf nach unten. Nehmen wir noch den letzten Körper hier mit und dann ab zur Base. Und es geht die Sonne auf. Aha, schön.
Schaut mal, wie schön das ist. Ah, ein Zombie zum Ertrunken war. Cool. Gut. Das nehmen wir mit. Mal genug. Und auch zurück zur Base. Ja, wir sind sogar näher dran an unserer Base, als ich dachte. Okay, gut. Ja, ja, Zombie, lass mich in Ruhe. Mein Gott, komm mal hier hoch, Alter. Das ist schlimme Sache. Ja, Parcours-Sachen sind immer so ein bisschen schwierig. Unsere Base ist da hinten. Gut. Haben wir das geklärt. Craften wir schön Concrete. Das wird ein Spaß. Falls ihr schon mal wissen wolltet, wie Concrete gecraftet wird, zeige ich euch das jetzt mal. Also wir nehmen ein bisschen von Light Grey Concrete und wir nehmen ein bisschen White Concrete. Wobei White Concrete wahrscheinlich ziemlich nicht ausreichen. Da müssen wir uns noch ein bisschen mehr machen. Gut. Also, Concrete craftet man, indem man hier Gravel macht, da Gravel macht, da Gravel macht, da Gravel macht. Dann hier Sand, da Sand, da Sand, da Sand und dann den Farbstoff in die Mitte. Dann haben wir zwei Stacks White Concrete. Machen wir das gleiche mit Light Gray. Zwei Stacks Light Gray. Jetzt sagt ihr aber euch, ah, das ist aber nur Puder. Genau, das ist auch nur Puder. Aber, lieber Doktor hat mir eine schöne Methode gezeigt, wie man das ganz schnell umwandeln kann. Jetzt nehmt ihr euch einmal Powder in die Offhand, Spitzhacke in die andere Hand, macht mit Rechtsklick platziert ihr die ja und mit Linksklick baut ihr ab. Wenn ihr jetzt also die rechte Maustaste einmal drückt und dann gedrückt haltet und dann gleichzeitig die linke Maustaste drückt, dann seht ihr, das seht ihr auch direkt ab. Dann könnt ihr die ganze Zeit so stehen und ja, ich spule es mal ein bisschen für euch vor. Wir haben es, endlich. Schön, wenn man irgendwas geschafft hat. Ich werde wahrscheinlich die Wasserstelle auch noch hier rein bewegen. Mal gucken. So, da ist Simi. Ja, gut, dann sage ich mal das ganze Konkret ein. Bauen werde ich jetzt nicht in diesem Video. Also wir haben ordentlich noch White Concrete und haben wir daneben einfach den White Concrete, habe ich so das Gefühl. Es ist aber gut, dass wir so viel haben. Da muss ich nicht immer so viel farmen gehen. Schmelzen wir hier noch zuletzt unseren Kaktus, damit wir Farbstoff kriegen. Und ja, würde ich sagen, eine Base wird immer weiter entstehen. Und ja. Lol, wenn man so ein bisschen hochgeht, dann kann man einfach durch das Glas gucken. Ja, also, wenn man dann... Wir sehen uns dann einfach irgendwann in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, die wird so gegen... Was weiß ich, so nächste Woche irgendwann rauskommen. Ich gucke mal, dass ich das Video heute noch schneiden kann. Und dann sehen wir uns irgendwann in der nächsten Woche. Also macht's gut und ciao, euer Wetgamer.